Hochrangige Verabredungen für den ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama am Mittwoch in Berlin. Nach einem Mittagessen mit Bundeskanzler Olaf Scholz im Kanzleramt traf sich Obama am Abend mit Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel zum Dinner beim Italiener. Die beiden sind nach eigenen Angaben auch nach ihren jeweiligen politischen Karrieren freundschaftlich verbunden. Beide Treffen dienten nach offiziellen Angaben privaten Gesprächen. Der eigentliche Grund für den Aufenthalt von Barack Obama in Deutschland ist jedoch seine aktuelle Vortragsreise. Am Mittwochabend sprach der ehemalige US-Präsident vor tausenden zahlenden Zuschauern in der Berlin-Arena.